Bestimmte Angewohnheiten oder Verhaltensweisen von Männern sind für eine Frau ein absolutes Warnsignal. Sie sind abschreckend, weil eine Frau instinktiv annimmt, dass ihr dieser Mann nicht gut tut. Und heute geht es um fünf Red Flags bei den Männern aus der Sicht einer Frau. Ja, wie immer, ich spreche nicht für jede einzelne Frau auf dieser Welt, aber tendenziell sind die folgenden fünf Punkte Merkmale, wo man sich unter Frauen im Großen und Ganzen einig ist. Mein letztes Video befasste sich mit den fünf Warnsignalen, die man als Mann bei den Frauen auf keinen Fall ignorieren sollte, weil sie einem schaden können. Schaut euch das Video gerne an, ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Und dieses Video bespricht bestimmte Verhalten von Männern, bei denen sie misstrauisch wird oder bei denen ihr das Gewissen sagt: Vorsicht, lasst da besser die Finger davon. Ein Warnsignal ist normalerweise etwas, das man am Anfang in der Kennenlernphase bemerkt, bevor man eine Beziehung eingeht. Aber Red Flags in einer Beziehung gibt es natürlich auch, wenn sich ein Verhalten ändert oder frisch auftritt. Ja, und der fünfte Punkt am Schluss, den viele Frauen als Warnsignal sehen, ist eher nicht dem Mann anzulasten, sondern den kann man eigentlich den Frauen mitgeben. Bleibt also bis am Schluss dran, es betrifft wahrscheinlich einige von euch. Erstes Warnzeichen, bei dem Frauen misstrauisch werden. Es ist ein berühmtes Klischee, aber eines, das halt stimmt: wenn er noch zu Hause bei den Eltern wohnt. Das betrifft jetzt nicht junge Männer, die kein Geld für eine eigene Wohnung haben, weil sie zum Beispiel noch studieren oder in der Ausbildung, in der Lehre sind, was auch immer. Ich spreche hier von Männern, die mit 28, 30 Jahren oder noch älter noch immer im Hotel Mama wohnen. Warum möchte er nicht eigenständig und autonom leben? Fragt man sich da. Warum will er bei seinen Eltern leben? Normalerweise clasht es doch da an vielen Stellen. Und man will doch auch seine Freiheit. Ja, die Situation Hotel Mama drückt für Frauen verschiedene Aspekte aus. Wenn er sich sauwohl dabei fühlt, bei den Eltern zu leben, ist er entweder total überverwöhnt, überbehütet oder er hat sonst ein Problem. Also eines davon muss es fast sein. Da hat der Prozess, sich von seinen Eltern zu lösen, irgendwie nicht stattgefunden. Das heißt nicht zwingend, dass es bei jedem so ist. Vielleicht ist es in 2 von 10 Fällen kein Problem, aber in 8 von 10 ist es dann halt eben so, dass er ein Muttersöhnchen ist. Oder es kann halt auch ein Zeichen von Unselbstständigkeit und Unreife sein. Lässt sich ein Mann bemuttern bis ins Alter von 28, 30, ist die Gefahr halt groß, dass er immer noch ein Kind ist. Und das ist für uns ein Warnsignal. Ja, und es geht ja auch darum, ob er klarkommt im Leben. Und wenn du halt eine eigene Wohnung hast, musst du Dinge selbst im Griff haben. Und sie will einen Mann, der Dinge im Griff hat, der selbstständig ist und klarkommt im Leben. Und keinen, der mit 30 oder 40 noch von seiner Mutter umsorgt werden möchte. Ja, und man überlegt sich auch als Frau, was würde das für mich als Partnerin denn eigentlich heißen? Denn er nimmt ja wahrscheinlich an, dass es jetzt einfach so weitergeht mit der Umsorgung, weil er das ja die ganzen letzten 30 Jahre so gewohnt war. Nein, danke, sie will keinen Mama-Ersatz für ihn sein. Zweites Warnsignal, wenn er Menschen gegenüber abschätziges Verhalten an den Tag legt, und zwar bei Leuten, bei denen er nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Eine einfache, aber aufschlussreiche Art, den Charakter eines Menschen ein Stück weit zu ergründen, ist, wie ist sein generelles Verhalten gegenüber Personen, bei denen er meint, nicht nett und nicht höflich sein zu müssen. Wenn er das Gefühl hat, man kann diese Person ja abschätzig behandeln. Wenn er Leute nicht respektiert, die in der Statushierarchie unter ihm sind, wenn er ihnen nicht die gleiche Höflichkeit entgegenbringt wie allen anderen, dann ist das für viele Frauen ein Warnsignal. Verkäufer im Laden, Leute an der Kinokasse, Kellner, Flugpersonal. Der Flugbegleiter, der ist ja in seiner Abhängigkeit und nicht umgekehrt. Du bist ja Gast im Flugzeug, du bringst das Geld. Und was denkt die Frau in so einem Moment, wenn sie despektierliches Verhalten sieht? Wenn er sich da arschig verhält, dann sind die Chancen, dass er dann irgendwann auch mal mit mir als Partnerin nicht mehr respektvoll umgeht, relativ hoch. Weil er dich schon lange kennt oder du selbst in irgendeiner Form in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm stehst, sei es durch Kinder oder finanziell. Und das ist ein Wesenszug, den man relativ schnell ergründen kann in einer Kennenlernsituation bei einem Date. Und mein Eindruck ist, Frauen sind diesbezüglich ziemlich feinfühlig. Warnzeichen Nummer 3, wenn er immer nur negativ von Frauen oder generell von Leuten spricht. Und das ist nicht männerspezifisches Verhalten. Das gibt es auch unter Frauen, die bitchen ständig über andere Frauen oder über die Ex-Männer, und das ist für Männer genauso ein Warnsignal. Es gibt einfach Menschen, die immer nur rumbitchen, die in allen nur Schlechtes sehen. Sie verbreiten einfach negative Vibes. Ganz generell, Frauen, Männer und
alle anderen, wenn jemand bei den ersten Dates ständig von dem Ex oder der Ex spricht und über sie schimpft und rumjammert, dann hat er sowieso den Gong nicht gehört. Es gilt nämlich, man meidet das Thema Ex wie der Teufel das Weihwasser, wenn es irgendwie geht. Bist du in einer Datingphase, dann sprichst du über die Gegenwart oder die Zukunft. Wenn du dich anfängst auszuheulen, wie schlimm die Ex war, ciao bello, ciao. Viertes Warnsignal, dass Frauen misstrauisch macht, auch vorsichtig oder uns auch total abturnt, wenn er sich nicht festlegen kann. Und wahrscheinlich hat so ziemlich jede Frau einen solchen Mann in ihrem Leben schon kennengelernt. Also ich habe die Erfahrung schon gemacht und habe dann die Bekanntschaft nach den ersten paar Dates so langsam auslaufen lassen. Es ist für mich ein Zeichen, dass man einfach nicht kompatibel ist. Ja, und das kann einem während dem Dating auffallen. Er braucht zum Beispiel jedes Mal eine Ewigkeit, um auf ein SMS, also eine Textnachricht, zu antworten, oder er hat keine Zeit, aber gleichzeitig hat er eben Zeit für 100 andere Dinge, seine Freunde, seine Hobbys etc. Es kann sich aber auch ausdrücken in dem, dass er sich nie so richtig für oder gegen etwas entscheidet, was euch beide betrifft, dass alles schwammig bleibt, er inkonsistent ist, unentschlossen oder er hält sich nicht an Abmachungen, also alles Dinge, die Verbindlichkeit und Verpflichtung voraussetzen. Ja, es zeigt, dass man halt nicht so hoch in seiner Prioritätenliste steht, aber als Frau möchte man eigentlich ziemlich oben stehen. Es ist ganz einfach und umgekehrt auch als Mann. Du willst nicht unter ferner Liefen sein, außer es sind beide so eingestellt und man hat sich auf eine Casual-Beziehung geeinigt und es stimmt so für beide. Häufig aber stimmt es für die Frau so nicht. Ja, und wenn er sich nicht festlegen kann, kann es natürlich auch ein Zeichen sein, dass er noch nach etwas Besserem Ausschau hält. Oder aber es kann sein, dass das ganz einfach ein Charaktermerkmal von ihm ist und er sich allen Mitmenschen gegenüber so verhält, auch gegenüber seinen Freunden. Falls das so ist, würde es sich aber in seinem generellen Verhalten manifestieren. Dann tut er sich generell schwer, Entscheidungen zu fällen und sich wohl auch daran zu halten. Es gibt einfach Leute, die haben wahnsinnig Mühe, Entscheidungen zu fällen. Ja, und wenn es so ist, dann denkt er vor allem aus seinem persönlichen Bedürfnis heraus. Und dann muss sie halt wissen, komme ich damit klar oder nicht. Aber man kann es auch in einer schon länger andauernden Beziehung feststellen. Wenn er sich einfach nicht festlegen will, sie zu heiraten oder mit ihr eine Familie zu gründen, weil er sich vielleicht mit der Verantwortung von Ehe und Familiengründung schwer tut. Es ist nichts dagegen einzuwenden, aber dann sollte man das halt so kommunizieren von Anfang an. Und sich nicht festlegen heißt ja auch, sich für keine Situation so richtig entscheiden. Ja, und Männer, die sich nie richtig festlegen können, das ist einfach für viele Frauen ein Zeichen, dass man wahrscheinlich nicht kompatibel ist, nicht so viel gemeinsam hat. Eine Red Flag. Ja, das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Der beinhaltet zwei Teile. Teil 1. Bei vielen Frauen läuten die Alarmglocken, wenn wir erfahren, dass er sein Leben lang nur sehr kurze Beziehungen hatte. In jüngeren Jahren ist das völlig normal. Man datet, man will sich nicht langfristig verpflichten. Man ist ja sich selbst noch am Kennenlernen. Man genießt das Leben. Es geht um 40, 45-Jährige oder älter. Wenn er in dem Alter noch nie eine längere Beziehung hatte, eine ab 2 Jahren aufwärts, das heißt für eine Frau, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so wahnsinnig kompatibel ist, egal ob sie es immer beendet hat oder er. Denn Partnerschaft heißt ja auch Kompromisse, Toleranz, Selbstlosigkeit, ja auch Opferbereitschaft. Oder er ist ein Filou. Filou? Das sagen auch nur noch die alten Leute. Ich meine ein Player. Ja, und das macht uns misstrauisch. So, und jetzt kommt noch ein spezieller Punkt, Punkt 5 plus. Und der ist eher nicht dem Mann anzulasten, sondern den kann man eigentlich den Frauen mitgeben, wenn sie das als Red Flag sehen. Ja, und liebe Ladies, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Die Männer natürlich bitte auch. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Ja, und ich gehe jetzt auf diesen Punkt 1, um darüber aufzuklären. Für viele Frauen ist es am Anfang der Datingphase ein Warnsignal, wenn sie hören, dass du als Mann mit 40 oder 50 Jahren noch nie verheiratet warst. Auch noch nie geschieden. 40, 50-jährig und ledig? Ja, es könnte sein, dass was mit dir nicht stimmt oder du ein Bindungsproblem hast. Aber es muss nicht sein. Denn eine Hochzeit ist ja etwas, auf das Männer nur bedingt Einfluss haben. Wenn er im mittleren Alter steht und noch nie einen Ring am Finger hatte, hat er vielleicht einfach Pech gehabt, hat nicht die richtige gefunden. Oder er und seine Ex-Partnerin haben nicht geheiratet, weil es für keinen wichtig war. Es gibt etliche Männer, die unterschreiben den Trauschein, aber einfach, weil es für die Frau wichtig ist. Viele geben es nicht offen zu, aber für so manchen verheirateten Mann reicht es, in einer stabilen Beziehung zu sein,
Er hätte sie nicht geheiratet, wenn es ihr nicht so wichtig gewesen wäre. Wenn also ein Mann in mittleren Jahren nie verheiratet war, ist das nicht ein Punkt, den man den Männern anlasten könnte. Also ich würde das, wie gesagt, eher den Frauen mitgeben. Und den Männern würde ich jetzt als Tipp sagen, falls das jetzt eben der Fall ist und der in einem fortgeschrittenen Alter noch nie verheiratet war, ich würde es relativ bald in der Kennenlernphase ungefragt ansprechen und die Gründe dafür nennen, damit sie sich nicht schon am Anfang jenste Stories im Kopf zurechtspinnt und ihre Freundinnen sie dabei noch kräftig bestätigen, oh ja, Red Flag, Achtung, ja, man hat vielleicht eben nicht geheiratet, weil es für beide nicht von Bedeutung war oder was auch immer der Grund ist. Oder du sagst von Anfang an, du willst nicht heiraten, dann weiß sie es und es ist völlig okay. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einen kleinen Einblick in die weibliche Gedankenwelt geben konnte. Falls ja, gebt mir bitte ein Like, schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare, macht ein Abo und folgt mir auch bei Instagram. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, bis ganz bald und ciao.